Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Heute mit dem Let's Play von Xenoblade Chronicles 3. Kommt morgen, den Freitag, den 29. raus. Und ich bin extrem gehypt. Das ist mein erstes Xenoblade. Und ich habe mir gedacht, das werden wir komplett Let's Playen, so wie das letzte Mal Kirby. Also komplett im Stream. Einmal komplette Story durch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und mir selber auch. Ich bin extrem, extrem gespannt, weil, wie gesagt, das ist mein allererstes Xenoblade. Wollen wir hier irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach direkt rein in ein neues Spiel. Schwierigkeit, normal. Ich denke, das sollte okay sein. Moin, sind Skoppel. Ich werde keine Texte vorlesen. Bin keiner, der Texte vorliest. Ich hasse das bei Let's Playern. Deswegen wird das bei mir niemals der Fall sein. Also ihr müsst selber mitlesen. Für die Story. Ich denke auch, es wird vertont sein. Schauen wir mal. Monolith, mega gute Firma. Englisch vertont, da müssen wir gleich mal schauen. Kann natürlich sein, dass es nur in Englisch vertont wurde. Is it true though? There's gonna be fireworks. Yeah. Saw them setting up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Hallo. Hallo, Tatja. Gerade so ein bisschen wie Gravity Rush. Alles bleibt stehen, irgendwas passiert. Also wie gesagt, ich weiß gar nichts von der Story von Teil 1. Boah. Von Teil 1 oder Teil 2. Oder dem 3DS oder so. Alter, sieht krass aus. Moin, Refilo. Two colossal martial nations locked in war. Kevez and Agnes. What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most is life itself. Voll das Ackermatch. Taking each other's lives.
Ja, voll die Laserschwerter. While the other, the one whose essence is stolen, leaves only a husk. Oha. Bombardier, what are you playing at? How can we claim their life if you blow up the whole sparking thing? Cripple them! Aim lower! Yes, sir! Lower and aim, sir! Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world, Ionios. Cruel irony that it should mean eternity, because slowly but surely, our world is now dying. Even though we have yet to realize that fact. Aha. Da kommen die krassen Boys. Lance! Worry about yourself, Noah. There's still more of them. Even so. Shut it. Stop flapping your gums and move. Yeah, we've got more incoming. Okay, ich glaube, ich muss das machen. Vorsicht. In der Nähe eines Gegners greifst du automatisch an. Dies wird Autoangriff genannt. Okay, okay. Bleib in der Nähe eines Gegners stehen, um Autoangriff auszuführen. Wenn der Bild unten rechts zeigt dir, wenn du dich in Reichweite des Autoangriffs befindest. Alles klar. Geh auch mal nah ran. Wo ist das Zeichen? Also ich kann gerade noch nichts machen. Oh doch, das kann ich machen. Was auch immer das ist. Nah ranlaufen. Ein Ausrufzeichen zeigt dein nächstes Ziel. Die Zahl gibt die Entfernung bis zum Ziel an, okay? Alles klar. Aha, da ist die Karte. Auf D kann man springen. Starte einen Kampf durch Ziehen deiner Waffe, indem du einen Gegner anvisierst und dann A drückst. Wie visiere ich denn an? Von A zurück. Den Gegner mir automatisch anvisieren. Drücke L oder R, okay. Die Geschichte fortführt, ich habe keine Ahnung. Und hallo Nobu. Okay, irgendwie Level up. Techniken sind stärker als Autoangriffe. Aktiviere sie durch Drücken von X, Y oder B. Hast du eine Technik eingesetzt, kannst du sie sofort, nicht sofort wieder einsetzen, sondern musst erst warten, bis sich aufladen hat. Alles klar.
Was habe ich denn so? Hier. Klingenbohrer. Schwertstoß. Bodenhieb. Oh, der war gut. Verwende XY B 5 mal. Der mache ich. Okay, wir sind gerade hier so ein bisschen im Tutorial anscheinend. Vorsicht! Okay, wenn ich mich bewege, greift er nicht an. Auch schon mal gut zu wissen. Weißt du gut. Hallo Lisa, gut und dir? They outflanked us. Lance, the front line. That Trish's team. Uni, how are things with Kite? What about our backup? Oh, die sieht cool aus. Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Lass dir Zeit, Bro. Lass dir Zeit. Let's go. Lass Zeit. The front line breaks, we're all dead. But the position. We can handle this ourselves. Go on, move it. Chill. Alles gut. Hast du ja schon Xenoblade organisiert? Ja, ich bin halt ein großer Streamer, ich krieg das früher. Quatsch. Connections, Lisa, Connections. Well, now we know. It's do or die, Noah. Got it. Oha, jetzt ging so ein Riesending kämpfen. Ach du Kacke, Ulula. Was ist das für ein Name? Spezialtechniken sind stärker als Normaltechniken, das wissen wir ja schon. Eine Spezialtechnik kann durch das Drücken von A aktiviert werden, sobald die runde Ladeanzeige voll ist, okay? Spezialtechniken laden sich auf, indem du Aktionen ausführst, die von der Rolle eines Charakters erwartet werden. Man nennt diese auch Rollenaktionen. Alles klar, Molly. Nimm beim Einsatz von Techniken mit Positionsbonus die richtige Position einer mit, dann blitzt das Spezialtechnik-Symbol rot auf und deine Spezialtechnik wird enorm aufgeladen. Aktionen, die effektiv Schaden zufügen, werden zum Beispiel kritische Treffer oder Kombos. Zählen auch zu den Rollenaktionen, laden deine Spezialtechnik etwas auf, okay. Einen neuen Angriff zu schießen und bei den alten Angriff an. Geil! Muss man anschließen, okay, das ist cool. Das heißt, wir machen. Ich glaube, das war gut. Ja, ich glaube, das war gut. Man macht einen Auto-Attack und direkt danach. Das muss man vielleicht noch richtig drin haben. Ah, das war zu früh. So, jetzt nochmal. Weil es geht halt auch nicht, ob es zu früh war oder zu spät. Ah, der war gut. Man muss schon drücken, bevor die Animation fertig ist. Ah, das war zu spät. Oh,
Aua. Geh hinter den Gegner und setz von hinten Klingenbohrer ein. Sehe ich jetzt erst. Der sagt aber auch nichts, ne? Hä? Greifel der Arsch und Seifelkram. Hab ich ja. Man muss echt früh schon drücken. Boah, es gibt gut, gut Energie. Moin Schiffer. Denk mal, das war das Tutorial. Ich hoffe, wir können uns jetzt einen Charakter auswählen, weil da stand. Hier steht, hier kann man sich einen Charakter auswechseln, Klasse wechseln. Also es gibt verschiedene Klassen. Mehrfach Connections. Aber ich muss ehrlich sagen, die Story habe ich jetzt noch nicht so ganz geblickt. Wer hat da gegen wen gekämpft und wieso und was sind das für Riesenteile? Ich hoffe nicht, dass man da 1 und 2 und so gespielt haben muss. Und zum ersten auch. Eben schon gesagt, 1, 2 und so habe ich nicht gespielt. Das ist tatsächlich mein erstes Xenoblade. Falls jemand von euch was von... Share of Victory! Falls jemand was von der Story weiß, dann gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben oder gerne in den Chat. We won! Your lives are ours! Your lives are ours! Die sieht auch cool aus. Komm mir so voll, als wäre es so eine Mischung aus Star Wars und Matrix irgendwie. Was ist das denn jetzt? Aha. Da wächst Cell. Ich hab's doch gesehen. Und da ist Link. Every one of us is born looking like this. Sie sehen alle gleich aus. As soldiers. Ach so, ein Soldat. As weapons for slaying Agnians. Yes. All of us live only to fight. Cut that out. Hat der denn am Kopf? Stupid Noah. Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's hey, heißt nicht mal Lance? Ist das ein Pokémon? Just take out their attackers and we're golden. They're gonna get it handed to them. Flickering hoop. You're as slippery as Noah sometimes.
Der hat auch so Dinge auf dem Kopf, hä? Uni. Chick never shuts up. Kite. Range darts. Easy. Ey, wenn man diese ganzen Klassen spielen kann, übel Bock. Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler, Magier und so. You okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking deadweight. Verschlochener? Noch nie gehört. Hey. Change of plan. Kite. You keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? But he's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off. But the fight will be good as one. Yeah! Yeah. Viel Story, ne? Uni, take out Kai! Das ist ja mehr ein Anime als ein Spiel. Noah, can we flank him? Aber sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Immer alle Teenager. Ja, vielleicht werden die nicht älter. Wie in Time. Wait, what? Moin, Nebi. We're snuffed. It's just a decoy. An anime. So really after. Quick thinking, Lance. Tough guy, but you can't hold out forever. Spark. Herr Punkt? Kann ich nicht lesen? Er stand da verpumpt. Das mit den Flügeln habe ich auch schon gefragt. Wieso haben die Flügel am Kopf? You stay put. They want to take you out the running. Yeah. Yeah, but don't you leave that snuffing spot. Why would you? All that I am is yours. Now you can carry on. You should have done that much. Der ist tot? Der kleine Ding? Ne, da ist er noch. Hä? Verstehe gar nichts. Get off me! Had to go and play the hero, didn't he? You really think you could have taken them?
Vielleicht haben die kein Blut. Vielleicht sind das Maschinen. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on. He was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us the chance to turn it around. Also, ich werde im YouTube-Video auf jeden Fall Timestamps machen. We weren't. Wer die Story skippen will und das Gameplay sehen will. No, ey, das geht ja jetzt locker schon 15 Minuten. It's my fault. I should have just done a better job. Hey. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so sorry. What big day? The birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ich habe Nino Kuni gespielt, da sind die Cutscenes auch mega lang, aber halt auch übel, übel schön und geil bei Nino Kuni. Auch ein sehr geiles Game. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years. Most lose their lives on the battlefield. Have a look. Before they reach year 10. But those who do survive to the end are honored in a special service. We call it the homecoming. Morning, Yorin. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Get a move on. Quick, we're gonna miss the homecoming. First one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? Ich glaube, die Cutscene ist vorbei. Hallo. Doch nicht. Hallo, Rolf. Scheiße, ey, noch eine Cutscene. Gut, legen wir den Controller weg. Lass uns berieseln. Guck mal, was da so da abgeht, ne? Wir haben ein bisschen schon erfahren. Irgendwie leben die 100 Jahre, müssen immer kämpfen. So richtig akademiemäßig. Und sind alle Soldaten. Es gibt nur Soldaten. Kein Bäcker. So that's Her Majesty, huh? Kein Schneider. Wow. I've never seen kein Schmied. Before. Sind alles Soldaten. Aber was ist sie dann, wenn sie kein Soldat ist? Leben 10 Jahre? Der meinte doch. 10 Intervalle und ein Intervall ist 10 Jahre. Mashallah. Habe ich eben auch schon gesagt, wer ist das denn? Die gefällt mir. Die ist gut. Aber das, die, also, die, also wir nehmen auf jeden Fall keinen Charakter mit Flügeln auf dem Kopf. Da kriege ich ja die, da wäre ich ja irre. Also ich hoffe, dass man sich einen aussuchen kann. Oder so. Ja, mit der Blockflöte. Was ist jetzt passiert? So cool! I heard the stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too.
You're totally making it with me. Of course! And you, Noah, right? Huh? Sure. Das ist eigentlich extra, dass sie so einen englischen, also so einen britischen Akzent haben. Our lives came from the Queen, and we all lived for a chance to take part in the homecoming. The chance to return to the Queen's embrace. Carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Benehmt euch, das kommt auf YouTube. Until that day. Mann, ist das makaber, ne? Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. They don't have an officer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right. Is my voice that deep? Shot at you. Wasn't trying to be anyone specific. Einfach Controller weg, weil zu lang die Cutscene. I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Überall klebt Blut und Schweiß. Guess we missed it again. Oh, bollocks. Ja, alle schön aufpassen. Ich werde abfragen später. Oh, Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Es hört nicht auf mit den Cutscenes, Leute. Ich glaube, wir gucken hier heute einen Film. Das ist gar kein Spiel. Das ist einfach ein Film, den ich gekauft habe. Aha. Sicheres Feld. Oh. Wir sind zurück, Leute. Fackelscheinhügel. Wenn du auf deiner Reise neue Orte entdeckst, erhältst du Erfahrungspunkte. Wichtige Orte heißen Reisepunkte. Und schwer zu entdeckende Orte sind Geheimpunkte. Wenn deine gesamte Gruppe während eines Gefechts kampfunfähig wird, kehrst du zum letzten Reisepunkt zurück, den du vor dem Kampf passiert hast. Okay, okay. Fackelscheinhügel.
Befinde ich mich oben rechts? Ja, das habe ich ja schon rausgefunden. Ne? Wenn man R reindrückt, dann kommt eine große Karte. Drücke ZL plus Y. Und Ziel angezeigt. Nicht immer der sicherste, alles klar. Let's head back to Colony 9. Aha, guck, dann ist hier so eine Linie. Hier machen wir ein Kärtchen. Kann man da rauszoomen? Irgendwie? Mit R? Man kann nicht rauszoomen, das ist ja nervig. Okay, dann gehen wir mal, wo muss ich lang? Ah ja, let's go. Kann springen. Level 3, komm, die machen wir fertig. Sorry, I made you wait. Kack. Vielleicht sind wir noch nicht genau, wann man drücken muss, ey. Hier liegt was. Eingesammelt. Hasidfleisch. Ich glaube, man muss drücken, wenn man gerade getroffen hat. Ja. Man trifft die Gegner, muss man drücken. Hättet ihr Bock auf den Level 43er da? Guck mal, hier liegen noch Pilze. Geil. Man läuft drüber und sammelt das sofort ein. Dauerflosse. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Got your uppercut. Come here. I got something for you. Thanks. Enemy's broken away from me. Ground. Come here. I got something for you. Thanks. Wir müssen gleich bei den Einstellungen gucken, ob wir die Kamera vielleicht ein bisschen weiter weg machen kann. Da müssen wir mal ein bisschen mehr sehen, ey. Was ist das denn für ein Ding? Fight with focus. I practically know this one by heart. Hier ist noch einer. Egal, wir gucken jetzt erstmal die Einstellungen. Kann man keinen Start drücken? Gibt keinen Start? Kameraentfernung. Aha! Oh, das ist ein bisschen weit, ne? So. Kann auch höher. So ist, glaube ich, gut, ne? Da sieht man auch mal ein bisschen was. Wenn ich das so weit weg ist, dann sag mal Bescheid. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Come here! I got something for you! Thanks! Ground me! Keep up the arrow burst! That was over way too soon! Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier. Ein Hölzchen. Matroschka-Bohn. Bon. We've been spotted. Oh. Oh. Come here. I got something. Junis heilender Ring ist ein grüner Bereich. Okay, verstehe ich. Sobald ein grüner Bereich ist. Aber guck mal, hier ist die Kamera voll nah wieder. Das ist ja doof. Okay, mach ich mal drück den heiligen Ring. Heil deine KP vollständig. Wo sind meine KP eigentlich? Wer bin ich? Bin ich Noah? Moin, weg, Kobi. Mach ich gleich. Deutsch-Synchroner. Ich kann keinen Start drücken. Das ist das Komische. Ich kann keinen Start drücken, keinen Select. Ich weiß gar nicht, wo man speichert oder so. Ich kann nichts machen. Ah, da.
Navigation. Ah ja, okay. Gebietsliste. Das wollt ihr irgendjemand wissen, ne? Hier ist ein Fackelsteinhügel. Und da muss ich hin. Dann gibt es noch Charaktere. Aha! Aha! Okay, hier gibt es die ganzen Sachen. Ausrüstung habe ich ja noch nichts. Oh, Stufe 30. Und hier links und da hinten, da sind die KP und Angriff und so ein Zeug. Und dann kann ich hier auch durchschalten durch die ganzen Leute. Ist ganz cool gemacht. Ist ganz cool gemacht. Und was kann ich noch? B ist nix. Schnellauswahl. Ah, guck mal, bei B könnte ich noch was hinpacken. Was könnte ich da hin machen? Optionen. Aha! So, gucken wir mal. Rücksetzgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit kann ein hoch. Position, das ist alles uninteressant. Was wollten wir noch gucken? Sprachauswahl, ne? Japanisch oder Englisch gibt's nur. Untertitel lassen wir mal an, ne? Ansonsten kann ja alles so bleiben, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Mekobi, hast du die Worldmap gesehen oder wolltest du noch mehr sehen? Ach, guck mal, jetzt hier ist nicht mehr vertont. Klopperei war anstrengend, aber bitte trotzdem nicht Umgebung ignorieren. Guck hier. Okay, ich habe schon gesagt, ich werde jetzt hier nicht ein ganzes Buch vorlesen, ne? Lest gerne selber mit. Ich überfliege sowas immer. Gibt's mehr zu sehen? Nee. Immer noch nicht. Ich habe ja gerade erst angefangen, ne? Pelzknäuel. Wieso heißen die? Ach, warte mal. Was wir eben gesehen haben, war ein Rückblick. Weil der Typ hier, da hinten, der heißt auch Lance. Und das ist doch nicht, die heißen doch nicht alle Lance, oder? Das ist der bestimmt. Das sind die von eben, oder? Die den Kampf gewonnen haben und den kleinen Jungen, den Dicken, umgebracht haben. Naja, seltene Items, die Stars kennen wir doch alles. Öffnen. Das ist eine Truhe, nichts anderes. Ein Brötchen. Ah, oh, Angriffsregen. Den setzen wir direkt mal ein. Wie ging das jetzt nochmal? Öffne mit X das Hauptmenü. Ach, mit X ist das Hauptmenü. Let's go. Ausrüstung anziehen. Ausrüstung. Angriffsstein. Let's rein. Doch, die heißen alle Lance. Verstehe gar nichts mehr. Okay, der ist jetzt drin, ne? Schon Stufe 4. Ach, guck mal, da war noch was mit System und so. Hier sind so Punkte. Ach, hier, guck mal, sind die ganzen Items. Und die Seltenheit auch. System? Tipps? Okay, das ist uninteressant. Scheiß drauf. Amiibo würde es auch gehen. Keine Belohnung halten. Pro Tag können bis zu 3 Amiibos eingelesen werden. Sollen wir das mal machen? Lass mich aber wissen, ob ich mal Amiibos ausprobieren soll. Ich hätte hier ein paar. Ungefähr 30 oder so. Was ich mich noch frage, ist, kann man schnell laufen? Weil das ist schon ein bisschen lahm, muss ich sagen. Da hat es jemand erwischt. Ich mach mal ein bisschen. Ich mach die Kamera ein ganz kleines Stückchen weiter. Ganz kleines Stückchen weiter runter. Damit ihr ein bisschen mehr seht. Richtung Kolonie 9 geschleppt, aha. Flammenuhr.
Als Wegweiser kann Noah Gefallenen helfen. Und wenn ich den Weg weiter weiß, vertieft das deine Harmonici ihre Kolonien. Wegweisen. We can't leave it like this. Ob man mit Teil 3 einsteigen kann, ey, ich hoffe es. Das ist mein erster Teil. Mir ist die Kamera ein bisschen zu weit weg. So. Ich hoffe es, dass man mit 3 einsteigen kann. Ich weiß gar nichts, also ich check auch nichts, ne? Ich weiß, das Einzige, was ich von Teil 1 weiß, ich weiß, ob das hier immer noch so ist, ist, dass die nicht auf irgendeinem Planeten oder so leben, sondern auf einem Riesen oder so. Auf einem riesigen Monster. Schneemuschel. Ich sammle mal alles ein, keine Ahnung, wofür es gut ist. Kann ja nicht schaden. Ich weiß auch nicht, ob so worth ist, hier gegen diese Billiggegner zu kämpfen. Ich laufe erstmal. Zeig nochmal Karte, bitte. Gebiets. Nee, das. Doch, das war's, ne? Ach, guck mal, hier kann ich auch rauszoomen. Geil. Hier kann ich rauszoomen. Also von hier hinten bin ich gekommen, das war Fackelscheinhügel. Jetzt bin ich beim Ricardo-Teich und ich muss hier zum Zielort. Beyond the Limits, viel Spaß. Gönn dir. Vorsicht! Manche Techniken besitzen je nach deiner Position zum Gegner spezielle Effekte. Die richtige Position bringt vor, wird zum Erscheinen und wird. Okay, wahrscheinlich ist von hinten immer besser. Okay. Danke für den Follow, Dio. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. Greife die Gegner von hinten an. Mach ich. Immer schön von hinten, Leute. Hallo, mach. Ach, weil ich den falschen angreife. Hier. Du musst den richtigen auch anvisieren. Nice Musik. Ja, ne? Gefällt mir auch. Oha, Loot. Ich finde es gut, dass man das nicht einsammeln muss, wie bei Zelda und die bei Elden Ring. Man läuft einfach drüber und zack, man hat es. Das macht ja auch Sinn. Ich fand es sowieso immer blöd, dass man bei Elden Ring die Sachen extra... Oh, ein Rare-Item. Dass man die Sachen nochmal einsammeln musste. Man hat so oft dann den Einsammelknopf gespammt wie ein Irrer. Hier läuft man drüber und man hat's. Das ist doch viel angenehmer. Das ist doch viel angenehmer. Keine Ahnung, ob das worth ist, hier alles einzusammeln. Ich mach's aber mal. Wer weiß, wofür später gut ist. Hier, guck mal, muss ich mal wieder einen Weg weisen. Das gibt bestimmt wieder irgendwas. Ah, der holt dann seine Flöte raus. Und dann ist er gone. Gibt's dafür irgendwas? Nee. Movement ist auf jeden Fall... Ah, es ist ein bisschen hackelig. Aber sonst ist gut eigentlich. Ist echt gut. Bin bisher zufrieden. Optik ist auch... also für ein Switch-Game ist es nicht schlecht. Also vergleichen wir es mal mit Pokémon Legenden Arceus. Dann spielen wir hier quasi Elden Ring. Nur mit Technik möglich, die diesen besonderen Effekt auslösen. Nutzt zum Beispiel eine Technik, die Gegner schwanken lässt. Gefolgt von einer, die sie umwirft. Eine Kombo ist Schwanken, Umwerfen, Ohnmacht. Explosion. Oha.
schwanken. Was kommt nach schwanken? Umwerfen? Ich habe nichts mit umwerfen. Ah, jetzt Ohnmacht. Okay. Boah, das braucht alles noch viel Zeit, ey. Ich kann mich Turtles noch angucken. Bis ich da reinkomme. Haben ist besser als brauchen, so ist es. Wahrscheinlich gespielt dein Kraftsystem. Oh, da wird... Guck mal, da wird Nobu direkt wach. Da wird Nobu direkt wach. Craften, da ist er am Start. Nobu, hast du eigentlich Breath of the Wild gespielt? Da muss man auch... Also man muss nicht, aber man kann da ja auch craften. Wer Nobu nicht kennt aus dem Chat, Nobu ist hier der Crafting-Gott. Wenn ihr irgendwas gecraftet haben wollt, das ist euer Mann. Ich habe keine Ahnung. Leute, sagt mir auch gerne auf YouTube, ob das hier überhaupt Sinn macht, die ganzen Scheiß einzusammeln. Aber ich mach's mal. Ich kenne nicht mein Glück. Später kommt irgendeine Mission mit Sammel so und so viele. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Keine Ahnung, ob es hier Missionen gibt, aber so stelle ich es mir vor. Moin, Maineth. Was? Garante würde es in 3 auch ein Blossom Dance wie in 1 und X geben? Check ich nicht. Ich habe noch nie Xenoblade gespielt. Du musst mit Worten arbeiten, die ich verstehe. Es wäre aber gut, wenn wir mal irgendwie einen Profi hier im Chat hätten, der sich mit Xenoblade auskennt. Spielt wie immer. Was? Liest nix, kreischt wie es geht, obwohl es genau da stand. Ey, das mit dem Umwerfen und so habe ich schon verstanden. Es gibt da halt so eine bestimmte Reihenfolge, aber ich habe nicht so ganz gecheckt, woher ich weiß, welche Attacken ich machen muss. Da steht ja, schwanken. Aber da stand da nichts von Explosion und so. Ey, einer hält die ganze Zeit, das ist voll gut. Boah, die geben gut Loot, die zu besiegen. Die Mücken. Einmal bitte craften. Ich stand ganz klein, warte, bis X das gemacht hat. Ah, okay, gecheckt. Danke. Wahrscheinlich kann man später eh durch den Charakter durchswipen, oder? Oh, der war gut. Ja, den habe ich gefühlt. Maines, das brauche ich. Das brauche ich. Den guten alten Blossom Dance. Guck mal. Es lohnt sich also, die Welt ein bisschen zu erkunden. Wie sind die Weitsicht so? Na gut, ist jetzt kein Elden Ring, ne? Sind halt alles leere Bereiche. Wenn man jetzt hier so guckt, da ist dieses Riesending und dann rechts neben dem Riesending guckt ihr halt weiter. Du hast eine Wolke und das war es auch schon wieder, ne? Keine Bäume, keine Tiere. Ist an sich schön, aber ein bisschen leer. Aber gut. Ist halt auch ein bisschen der Switch geschuldet, ne? Da fehlt halt vielleicht einfach ein bisschen die CPU. Ansonsten so alles, was so nah bei einem dran ist, ist ganz schön. Hier, dich bring ich doch nach Hause. Kein Problem, mein Jutzer. Ich flöte dich nach Hause. Was meinst du, ich habe immer noch Tut-Einblendungen. Dann weißt du also, wie komplex das Kampfsystem ist. Ach du Scheiße. Nach 20 Stunden. Was auch noch mit ist. Habe ich nicht verstanden.
Was ich cool finde, ist, man kann hier schwimmen, man muss also keine Angst haben vor Wasser. Das ist immer gut. Das ist so eine, die erste Folge ist so ein bisschen Learning und ein bisschen Sammeln und halbe Stunde Cutscene. Oh, erste Stadt? Okay, Leute. Erste Stadt, let's go. Dass da keine Bäume sind. Ja, heimischen Gefilden. Warmer Badespaß. Die Flammenuhr. Die Flammenuhr zeigt die Menge an Lebensenergie, die von besiegten Feinden geerntet wurde. Puh, das ist übel makaber. Die Flamme nimmt mit der Zeit ab. Die Werte deiner Charaktere nehmen mit gefüllter Flammenuhr zu, also versuche die Flammenuhr möglichst voll zu halten, um die Boni zu behalten. Charaktere mit einem Stern neben ihrem Namen haben etwas Neues zu erzählen. Sprichst du zum ersten Mal mit ihr, vertieft das die Harmonie zur jeweiligen Kolonie. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge vom Let's Play. Und lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Vor allen Dingen das mit der langen Cutscene. Fand ich eigentlich ganz spannend, auch mal ein bisschen zu sehen, worum es überhaupt geht. Gerne ein Like auf dem Video dalassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.